Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu einem weiteren Space Engineers Tutorial. Wir wurden gefragt, wie man die Inventory Size verändern kann, weil anscheinend viele von euch direkt dann losgelegt haben und Bums, ne, hin und her. Das ist das Tutorial für heute, Inventory Size und wie man den Bohrer benutzt. Ihr klickt hier auf New World, dann auf Custom World und hier kommt auch schon der erste Punkt. Hier die Inventory Size, also wie viel Volumen euer Rucksack praktisch hat, also wie viel ihr rumschleppen könnt, das müsst ihr hier direkt am Anfang einstellen. Auf Realistic ist es natürlich cool, wenn man generell diese Sachen auf Realistic hat, weil dann halt auch der Assembler und sowas alles realistisch arbeitet. Aber wenn ihr mehr mitschleppen wollt, und das ist echt nicht schlecht, dann stellt ihr hier einfach das Dreifache oder das Zehnfache ein. Ich würde dann direkt das Zehnfache nehmen, keine Ahnung, weil es cool ist. So, das Zehnfache. So, und das Wichtige am Bohrer ist, also das haben anscheinend viele noch nicht direkt geblickt. Ich gehe dafür extra mal in den Ding mit Faune in First Person. Ich lande jetzt hier mal an dem Steinchen, jetzt ziehe ich mir kurz den Bohrer da unten rein, wo ist er denn hier? Handrail. So, ganz wichtig ist, wenn ihr mit Linksklick hier reinballert, bam 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 bam, dann erschafft ihr praktisch einen Stollen und die Steine liegen hier rum, die ihr eben aufsammeln könnt mit T, ne? Also so, das ist eben dieser normale Sammelvorgang. Aber wenn ihr einfach nur ein Loch reinbohren wollt, bohrt ihr mit der rechten Maustaste, bam 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 bam, man sieht jetzt hier vielleicht mit V dann das besser. Da ballert man sich direkt ohne Ende in den Stein rein und es bleiben keine Steine auf dem Boden liegen. Damit habe ich am Anfang auch kurz, ich habe das nicht direkt gerafft oder nicht gewusst, habe halt direkt mit Linksklick geballert und dachte mir halt, jetzt liegen die ganzen scheiß Steine hier rum, aber ich will doch hier Iron, ne? Und da muss man gucken, dass man nur das hier aufhebt und nicht das andere, weil ja auch das Inventory begrenzt ist, zumindest wenn man es sich nicht vorher groß genug eingestellt hat. Und ja, das ist eigentlich, das ist schon die ganze Geschichte mit dem Bohrer. Mit dem Rechtsklick könnt ihr euch hier richtige Stollen reinballern, ohne dass Steine auf dem Boden liegen bleiben. Und es geht sehr schnell, schaut euch das an. Und wenn ihr dann mit Linksklick arbeitet, dann fliegen wiederum die Steine, beziehungsweise Gesteine, Mineralien, Kram, fliegt dann hier raus. Und dennoch entsteht ein Stollen. Also ihr könnt so auch einen Stollen buddeln. Aber ja, ist halt blöd, die Steine dopsen dann da rum und, ja. Deswegen mit Linksklick abbauen, mit Rechtsklick den Stollen bauen, beziehungsweise wenn ihr irgendwas in den Stein reinhauen wollt, irgendwelche Formen, keine Ahnung, halt eben mit Rechtsklick, weil mit Linksklick ist es sinnlos, macht keinen Sinn. Was habe ich denn hier für eine coole Welt ausgewählt? This is so amazing. Kurz mal angucken. Ihr könnt jetzt wegschalten, ne? Hier kommt nichts mehr Wichtiges. Schaltet weg. Oh yeah. Oh Gott, zum Glück habt ihr weggeschaltet. Oh Gott. Ja. Ja. Ja, das war's soweit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.